Dann würde ich an Kurt übergeben. Ja, da kann man das auch ein bisschen zu zweit machen. So, wir haben hier einen kleinen Roboter. Und los geht's. Wir gucken uns mal um. Also die Steuerung ist so einfach nicht. Man sieht, oh ja, außer man hat es raus. Oh, ich bin in ein Kabel reingefahren. Diese Strippen da. So. Echt? Haben wir schon Stream? Wir haben Stream. Ich rede auch mit dem Stream. Test 2, 3, 4. Haha. So, jetzt hängt der Roboter im Kabel. Das bin aber nicht ich. Und wir haben gleich einen Verkehrsunfall. Haben wir eine Feuerwehr? Wollt ihr noch einen Controller haben? Ich habe Controller noch. So. Also das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist Stream. Mir egal. So, der zweite Contender wird gesucht. Wer fährt mit? Oder steuert ihr hier gar nicht? Doch, ne? Das wäre ein Controller Und vertauscht. ich benutze, es gibt so ein Joystick-Programm, ich glaube GS-Test-GTK, und damit kann man noch Achtung! Achsen ummappen. Das musste ich bei mir machen, damit beide Achsen nach oben, nach vorne ist. Das kann sein, dass das vertauscht Kurt, ist. der Sound geht in den Stream. Gut. Wir sind online oder was? Wir sind online. Und Alles ich hoffe, da klar. draußen ist auch jemand online und schaut uns zu. Wir werden es sehen. So, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, also das Schade ist, ich kann leider selber den Kamerastream nicht immer verfolgen. Da müssen wir, ja, wenn ich nichts sehen kann, dann müsst ihr mir sagen, wo es lang geht. Wir Also, folgen. wir können uns überlegen, den zweiten Stream noch zu benutzen für die Außenleute. So. Dann drehen wir die Kamera da oben. Wollen wir die nochmal drehen? Gut. Dann können die Streamschauer einfach beide Streams aufmachen und können die obere Etage sehen. So. Wieso? Ach so, der hier geht nie? Einfach hier auf die. Ach so, okay. Gut. Jo, haben wir denn jetzt Nee. Oben Kamerabild? geht es nicht. Haben wir Kamerabild? Aber im Stream? Wir haben aktuell keinen Das ging noch Roboter-Stream. eben. Ach so, ja, warte mal, ich gehe hier einmal raus. Moment, ich copy und paste mir nur die URL. Ha? So, gecopy und pastet. Los geht's. Ausprobieren. Greife dir den Stream. Ja, mache ich. Im Stream ist das noch nicht, aber wir sehen es schon auf dem Bildschirm. Ah, Ist im das der richtige Voktomix ist das zu Roboter? sehen. Ja. Ich probiere es mal. Rotierte er rechts? Also bei mir ist das Bild richtig. Wir sehen nichts. Es ist immer noch auf Ja, nee, da 90 müsst Grad. ihr den bei euch drehen. So, sehr schön. Genau. Ja. So, wir haben ein Bild. Und diesmal auch richtig Ja, rum. das ist ein hochkantes Bild, aber den Roboter kann ich jetzt besser fahren. Gut. Copy und paste, Enter und es geht, oder? Bewegt sich was? Es bewegt sich. Jetzt Und können es wir den bewegt sich Stream. doch, ne? Ja, sehr gut. Also, wir sind hier am Zentralberg. Wir können ja einfach mal die Runde rumfahren. Ja.
Das ist hier das Modell des Zentralwerks. Und wenn man nämlich hier dann rumfährt, dann kann man auch schön in den Hof reingucken. Wir sind gerade in dem Schuhkarton hier. Das ist der große Saal. So, weiter geht's. Denn ihr habt ja auch im Work Adventure schon gesehen. Ja. Wir gucken mal hier weiter. Und jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt muss ich hier gleich komplett nach Stream fahren. Denn es geht in den Tunnel hinein. Und man sieht überhaupt nichts. Scheiße. Weil mich hier diese Lichter so blenden. Ah, Licht an, richtig. Moment, wir haben Licht am Roboter. Zack, Licht. Hat man was gesehen, oder? Nee, ich glaube, ich habe mich hier festgefahren. Eine Winkelkatze. So, ich probiere gerade mal das Handover. Moment, ich probiere mal eben den Laptop einfach mobil zu machen. Dann gucke ich mal dem Roboter hinterher. Wie gesagt, wir haben hier leider das Problem noch nicht gelöst. Wir kriegen hier immer nur aus einer Richtung Stream. Also wir haben den Stream noch nicht vervielfältigen können. So, und dann kann man jetzt hier nämlich ein bisschen gucken, wo man lang fährt. An der Winkelkatze vorbei. So, weiter geht's. Oha, oh. Müssen wir gucken? Ich auch. So. Das Problem ist, man kann ja auch nicht hinterher. Sondern man muss jetzt einfach sich vortasten. Ich bin gespannt, was in diesen Tunneln alles auf uns wartet. Ich glaube, ich fahre noch richtig. Stream, ihr müsst mir mal sagen, ob rechts oder links. Ja, ich... Ihr seht doch was, oder? Ich sehe ja nichts. Ich dachte auch. Also ich mache Licht nochmal an, Moment. Ich mache Licht nochmal an. Ah, ja, ein bisschen Licht sehe ich. Ey, das ist gemein. Habt ihr Licht? Könnt ihr da reinfahren und mal gucken? Wir haben ja einen Roboter im Tunnel verloren. Ich gucke mal, ob er mir entgegenkommt. Ah, Cheater! Aber das ist eine gute Idee, von da zu gucken. Gerade fahren, gut. So, wir gucken mal, ob wir hier aus diesem Tunnel herauskommen. Ihr seht, Raumfahrt, ja, die schaffen das auf dem Mars alles irgendwie schon, ohne dass jemand vor Ort ist. Fahre ich jetzt gerade geradeaus? Oh, ich sehe Disco-Kugeln. Das ist eine gute Richtung. Da probiere ich jetzt mal hinzufahren. Das Anfahren ist das Allerschwierigste. Da. Na? So, der Stream hat ungefähr 2 Sekunden Verzögerung. Ja, aber wir kommen näher. Oh, wir sind am bunten Licht. Ich sehe das Licht des Roboters. Am Ende des Tunnels, da ist Licht. Ich sehe es. Da. Ups, falsche Richtung. So, wollen wir mal weiterfahren? Oh, immer noch falsche Richtung. Rückwärts. Falsches Rückwärts. Und weiter geht's. Oh. Ja, oder? Wir haben es geschafft. Tata. Wir sind einmal durch an der Pyramide. Oh, Applaus. Gut. Weiter geht's.
an der Pyramide vorbei. Wow. So, wenn ich hier ein bisschen eingrooven. Zu bunten Laserspielereien. Und wir haben, wenn man hier vom Event mal eine Postkarte schicken möchte, unter Divok C3 Post kann man hier auch Eventkarten verschicken. Es gibt eine schöne. So. Wollt ihr mit Aufzug fahren? Aufzug fahren? So. Probieren wir es mal hier. So. Ich bin genauso jetzt gespannt wie ihr. Ja, hier sieht man die ganzen anderen Roboter, die gerade leider nicht gesteuert werden können. Also, genau. Ja. So. Und es geht hier weiter. So. Hochfahren, du sollst. Oh. Der Aufzug, der musste auf mich warten hier. Moment. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz drauf bin. Ich glaube, jetzt bin ich drauf, oder? Nein? Jetzt? 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 Ja? Okay. Beam me up, Scrotty. Woo! So. Und dann ist natürlich die Challenge, auch wieder herunterzufahren. Und das wird jetzt die Oh. So. So, wir brauchen hier noch einen ganz kleinen Moment. Die Challenge des wieder runterfahrens. Ich mache erstmal Licht an. Zack. Ich mache hier noch ein Foto. So, zack. Gut. Okay, los geht's. Oh, ich brauche Hilfe. Yes. Gut. Ja, das ist gar nicht so einfach da auf diesen Plattform-Dingern. Man darf einfach nicht drüber nachdenken, wenn man einmal rollt. Dann muss man einfach nur noch fahren. Ja. Yeah. So, da müssen wir wieder runter, ne? Ich glaube schon. Wir haben ja auch so eine Rennstrecke. Da können wir mal gucken. Aber alleine Rennen fahren ist immer ein bisschen langweilig. Deshalb könntest du ja einfach mal ausprobieren. Und es wird dunkel vor allem. Aber vielleicht ist das im Stream ganz witzig. Wir gucken mal. Muss jetzt mal gucken, wie man im Stream die Strecke so sieht. So, okay, fliegender Start. Los geht's. So. 1, 2, 3. Da muss man hier durch. Verfahren. Zack. Ja.
Ich habe noch eins gehabt und dem habe ich dir auch hingelegt. Und im Akku waren auch mal Gamepads. So, jetzt muss ich da hinten um diese Ecke rum. Nice. So, jetzt muss ich dieses... Eigentlich müsste man mal dieses Licht loswerden. Ah, das war sehr knapp. Genau, und dann fährt man hier nämlich die 8. Ah, falsche Richtung. Und zurück zum Ziel. Kann man die Markierungen auf dem Boden sehen? Sind aber zu wenig, ne? So, und dann den Aufzug runter und dann haben wir hier mal eine schöne... fast hätte ich die Ziellinie überfahren. So, jetzt bin ich durch. So, und dann ab in den Aufzug und wieder runter, ne? Strom tanken hier. Was essen und so. Duschenroboter eigentlich? Zack. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt mal üben, ob es possible ist, nur mit dem Streambild auf diese Rampe aufzufahren. Uah, da hat es mich gedreht. Wo ist die Rampe? Da noch nicht. Ich muss auf jeden Fall weiter hier. Muss man doch gucken kommen, das ist... Oder genau, man kann nochmal die Auflösung runterstellen, dann gewinnt man auch nochmal Speed beim Stream. Machen wir das doch mal. Aber nach Stream zu fahren wäre nämlich gut. So, zack, nochmal halbiert die Auflösung. Aber man sieht, es ist... Ich will das alleine schaffen. Ja. Ja. Wir nennen es Entengang. Moment, Moment, das muss doch gut aussehen. So, Beamy runter. Jetzt. So. Ist das geil. Juhu. So, und jetzt fahre ich zum Rudi in den Bus.
zum Bus. Das ist der Rudi, der auch in der Work-Adventure-Karte ist. So, und da trinken wir jetzt ein Bier. Gut. Jo, das war's, würde ich sagen. Wie lange haben wir gebraucht? Halbe Stunde. Aber sehr gut. Ja, genau, das ist so. Vielen Dank da an Honki, an Neko, an alle anderen, die mitgeholfen haben, die Infrastruktur gemacht haben, die hier alles hingebaut haben, die Helferinnen und Helfer. Schickt uns Feedback und genau, hoffentlich klappt es beim nächsten Mal ein bisschen besser mit Roboter selber steuern, da arbeiten wir dran. Und ich denke, dann ist das hier eine ganz lustige Veranstaltung. Alles klar. Los geht's.